Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und diesmal eine kleine App-Review. Und zwar mit dem neuen iPhone 4, was ich seit gestern habe. Und Review und ehrlich ist mir natürlich noch Folgen dazu. Und ich habe einmal drei Games für euch und zwar alle kostenlos. Schauen wir mal rein, ich habe alle einen schönen Ordner hier schon mal gepackt. Gucken wir mal rein. Einmal die Simpsons. Dann Asphalt, gratis natürlich. Die Simpsons sind natürlich auch eine kostenlose Version. Wie schon gesagt, alles kostenlos und Water Slide. Schauen wir erstmal Simpsons an. Klicken wir mal drauf. Und drehen die Geschichte einfach mal. Haben jetzt hier so ein kleines Intro, was wir gleich sehen. Erstmal hier, bevor das ist, von EA. Wunderbar. So. Die Simpsons. Jawohl. Und jetzt haben wir Möglichkeiten, wir können spielen, wir können Vorlesungen kaufen und EA, Werbung, bla bla bla. Wollen wir nicht alles. Optionen brauchen wir auch nicht reingucken. Gibt es keine wirklich großen Optionen. Auf jeden Fall, die Musik ist definitiv ein Pluspunkt von diesem Game. Weil die Musik ist nicht schlecht. Ich gehe mal auf Spielen. Und jetzt kommt ein kleines Intro, das können wir uns mal anschauen. Dort geht es um einen Donut, den Mr. Burns mit so einem. Aber seht ihr auch gleich, verraten wir nicht so viel. Ein USB-Stick. Teuflische Vorhaben, Springfield gesamt, lalalala, natürlich Rohstoffe, bla bla bla. Oh, USB-Stick in den Donut rein. Ja, gehen wir mal da raus, natürlich auf die Straße. Und wer ist denn da? Oh, da ist der Homer. Hätten wir nicht erwartet. Und was macht Homer mit so einem Donut? Den will er doch bestimmt haben. So, das war das Intro. Ladebildschirm. Mit so lustigen Hasen und klicken wir drauf. Weiter geht es. Homer hat den Donut. Man sieht schon, unerwarteter Donut, lecker, das Wasser läuft im Mund zusammen. Und dann kommen die Sonnenbrillenträger und wollen den Donut wieder mit dem USB-Stick. Und der Bürgermeister schnappt sich den und haut erstmal ab. Und wir möchten natürlich den Donut natürlich wieder haben, weil wir süchtig danach sind, weil wir Hummer sind. Und jetzt kämpfen wir einfach mal darum. Wir haben hier so einen Links- und Steuerungs. Knüppel, den wir bewegen können. Hier haben wir zwei Tasten, einmal einen roten Knopf hier, damit schlagen wir und einmal einen grünen, damit springen wir. Und wir sehen hier oben rechts die Anzeige von den Gegnern. Hier haben wir jetzt K.O. gehauen. Sehen nochmal so Pfeile. Kleine Infos sind auch mal dabei. Den Pfeilen sehen wir, wo wir hinlaufen müssen. Wir können auch Gegenstände aufnehmen, einfach dagegen laufen. Dann können wir das Ganze einfach werfen. Und das zieht dann schon etwas mehr ab. Können auch zwei gleichzeitig und einfach drauf springen. Können auch hoch springen und dann uns drauf fallen lassen. So, den haben wir auch mal kaputt. Vielleicht kommt so ein Zwischengegner jetzt. So ein Weißer mit weißem Anzug, der lustig durch die Gegend springt. Wir auch mal einfach mal hier den gleich sagen, ne, ne, so nicht. Springen einfach mal drauf. Hier sind Kisten. Und das soll es dann, denke ich mal, gewesen sein zu die Simpsons. Die Version. Wie gesagt, free. Runterladen, testen, anschauen. Gehen wir wieder zurück. Und gehen mal in Asphalt. So ein Renngame. Und haben dann auch ein Intro, aber. Ich würde das mal anschauen. Ich würde sagen, ja, können wir es mal anschauen. Kleiner Ausschnitt, können wir es mal anschauen. Hier natürlich Rennsimulation.
glaube, überspringen wir mal das Ganze. Weil es doch ziemlich lange lädt hier. Asphalt 5, gratis. Touchscreen berühren, weiter geht's. Vollversion waren wir nicht, sondern wir gehen auf Rennen. Und haben hier ein paar Autos zur Auswahl. Nicht ein paar, sondern nur zwei. Ich nehme mal den, obwohl Tempo ist der besser. Nehmen wir mal den, obwohl der andere natürlich besser aussieht. Aber wir wollen natürlich Tempo. Wir fahren Rennen und wir fahren nicht nach Aussehen, sondern nach Leistung. Und das Ganze wird mit den Bewegungssensoren gesteuert. Das heißt, rechts, links bewegen. Hier haben wir so, soll ich sagen, ich bin nicht gut in solchen Games. Gar nicht, wenn eine Kamera läuft. Und das Ding nicht in der Hand habe, sondern ich es auf jeden Ständer habe. Deswegen ist das etwas kompliziert. Hier unten rechts haben wir so ein Blitz abgebildet, damit können wir unser Nitro starten. Ich kann es mal machen, hier draufklicken, ab geht er. Und ich sehe schon, die Gegner sind schon ziemlich weit weg. Ist gar nicht gut. Deswegen starten wir nochmal Nitro. Wir haben hier oben rechts so eine Anzeige, dieses blaue da. Das ist unsere Nitro-Anzeige bei der 6. Wir sind 6er. Unseren Speed haben wir auch. Dann eine Map. Und unten links haben wir noch ein Pedal, damit können wir gleich bremsen. Oh, jetzt sehen wir wenigstens ein paar. So langsam komme ich immer rein. Aber naja, war auch schon. Vielleicht können wir das schaffen, wir einen zu überholen und dann. Oh, man kann übrigens auch Gegner ausschalten, wenn man die Vollhelle crasht, aber das Prinzip ist verstanden. Von diesem Game, Renngame, ganz klar. Deswegen gehen wir wieder zurück und können uns das letzte Game noch anschauen, und zwar Waterslide. Denken wir mal drauf. Das Ganze ist auch mit den Bewegungssensoren vom Handy, dieses Game. Waterslide, man rutscht eine Wasserrutsche runter und muss halt runterrutschen. Und was lustig ist, dass da Krebs auftauchen auf einmal in so einer Wasserrutsche. Woher die auch immer kommen, auf jeden Fall tauchen die auf einmal auf. Und die müssen wir ausweichen. Es gibt Turbos, aber ich gehe mal hier auf New Game. Gehen wir mal auf Mail. Und gucken mal. Am besten ist es, wenn man immer auf diesem Wasser bleibt. Hier gibt es so diese grünen, das sind so Bonus. Man sollte am besten, wie gesagt, auf diesem Wasser bleiben, dass man am meisten Speed bekommt. Und das passiert, wenn man falsch ist. Oder Replay. Hier. Die Steuerung ist hier, finde ich, wesentlich besser wie bei Asphalt Game. Von den Sensoren her. Etwas genauer alles. Aber wenn man das Handy nicht so wie ich jetzt in der Hand hat, dann ist das nicht so optimal. Also wie gesagt, das Handy in der Hand halten. Das sollte man normalerweise auch machen, wenn man das Handy, wenn man sowas spielt, ne? Gucken, ob ich jetzt so weit komme, dass ich euch mal die Krebse zeige. Ich glaube, die Krebse waren erst im zweiten Level. Zweiten Stage. Schauen wir mal. Ein Herz, ein Leben. Aber naja, das ist nicht so. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Ich sehe schon, dass ich etwas aus der Kamera hier raus rutsche, wegen, weil ich den ganzen Ständer hier durch die Gegend bewege. Aber vielleicht. Ah, die müssen gleich die Krebse auftauchen. Die wunderbaren Killerkrebse. Aber naja, das war, wie können wir jetzt raus hier, auch egal, das war Waterslide, auch umsonst, sollte man sich auch mal anschauen. Und das war somit meine App-Review vom neuen iPhone 4 und natürlich
von diesen drei Games. Die Simpsons, Asphalt 5 gratis und Waterslide. Alle ganz kleine Kaufempfehlungen und schaut es euch mal an und ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.